wenigstens meine Frau und meine Töchter gehen. Macht mit mir, was ihr wollt. Aber lasst die Frauen frei. Geh schon. Wichtige Freunde in der Stadt. Ihr macht einen großen Fehler. Aufstehen. Na komm schon. Nein, Vater, tut ihm nichts, bitte! Ich weiß nicht, warum die Römer das getan haben. Aber es war ein Fehler. Jetzt müssen wir ihnen zeigen, wie stark wir sind. Wie lauten deine Anweisungen? Jesus? Fürchte dich nicht, Judas. Morgen zu dieser Stunde werden die Geiseln frei sein. Wie? Wie soll ich das verstehen? Vertrau mir. Habe ich dich jemals belogen, Judas? Sag mir einfach wie. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Für die Erlösung von vielen. Ich möchte, dass ihr die Vorbereitungen für unser Passamahl trefft. Sehr gern, Meister. Ja, Jesus. Ja. Simon. Ja? Ich glaube es einfach nicht. Bei all dem, was hier vor sich geht, denkt ihr nur an sein Passamahl. Er hat dich gebeten, ihm zu vertrauen. Er muss einen Plan haben. Das hoffe ich. Judas? Judas! Ich weiß, du sorgst dich um deine Familie. Genau deshalb musst du jetzt mehr denn je an Jesus glauben. Hör mir zu, Judas. Er ist... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Er ist die Wahrheit. Und wir dürfen uns niemals einbilden, dass wir wichtiger sind als die Wahrheit. Ich beneide dich, Petrus. Ich wollte, ich wäre wie du. Ich wollte, ich hätte ein Herz wie du. Aber das habe ich nicht. Und ich kann nichts dagegen tun. Doch, das kannst du. Judas! Judas! Judas.